Mrs. Bowles. Jemand da? Hallo. Mrs. Bowles. Ich weiß nicht warum, aber ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich bin noch zu jung für ein Baby. Scheint niemand da zu sein. Also könnte ich eigentlich die Wertgegenstände klauen. So was. Die Eltern von heute gehen weg und lassen ihr Baby allein. Geh wieder rein in die Gaschen. Hallo, kleiner Engel. Na? Suchst du deine Mama? Ich bin jetzt dein Daddy. Wie eine Folge aus Teenage Mom. Mrs. Bowles! Wo sind Sie? Wollen Sie das Ihrem Baby antun? Was würdest du tun? Mrs. Bowles! Mrs. Bowles, sind Sie da? Oh, Scheiße. Mrs. Bowles! Mrs. Bowles, hören Sie mich! Aufwachen! Aufwachen! Hey, pass auf, wo du sie anfasst, Mann. Ich rufe den Notarzt. Nein, ich will nicht ins Krankenhaus, bitte. Okay. Sie müssen mich vorher schminken. Haben Sie was zum Verbinden da? Ja, ich glaube schon. Okay, nicht bewegen. Bin sofort da. Verbandszeug und Desinfektionsmittel. Das muss hier irgendwo sein. Ich hab sie angefasst. Ich muss mir mal die Hände waschen. Schnell! Sie verliert Blut. Mal sehen. Ich brauch das. Und das. Und das. Papapapa. Ich bin da, Susan. Alles wird gut. Ich pass auf sie auf. Bleiben Sie wach, Susan. Susan, hören Sie mich? Susan, bleiben Sie wach? Susan! Können Sie mich hören? Wach bleiben. Okay, gib mir ein paar Ohrfeigen. Damit sie wach bleibt. Mehr kann ich nicht tun. Das sollte reichen. Zum Glück sind die Wunden nicht tief. Hey, wie geht es Ihnen? Okay. Mein Baby braucht mich. Gut. Sie bleiben da. Ich schaue nach dem Baby. Okay? Kennen Sie das? Mit dem Baby? Ich bin Detektiv. Ich kann alles.
Aber abnehmen kannst du nicht. Emily. Emily! Okay. Emily! Emily. So, hallo. Was haben wir denn für ein Problem? Hm? Oh, ich glaube, ich weiß, was das ist. Das war doch der, Mann. Du hast gefurzt, du schiebst es aufs Baby. Alter, wie kann man nur so eklig sein? Wie ging das nochmal? Oh Mann, das ist ja völlig falsch. Okay. Von vorn. Na bitte, alles wieder frisch. Das ist besser. Stimmt's, Emily? Hey, was ist los? Wir hatten das doch im Griff. Ich glaube, da hat jemand Hunger. Ich hab da eine Flasche gesehen, warte mal kurz. Ich mach das Ding mal lieber warm. Jetzt weiß ich, warum du schreist, kleines Zimtsternchen. Mutter Shelby eilt zur Hilfe. Oh, Emily, hast du Hunger? Hm? Warte. Ich halte das Fläschchen ein bisschen schräger, dann kannst du trinken. Okay. Sehr gut, Emily. Hm? Geht's dir jetzt gut, ja? Ja? So. Ich werde dich jetzt ein bisschen hin und her wiegen und du kannst ein schönes Nickerchen machen, okay? Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, du bist weg. Du bist weg. Ah ja, jetzt. Gute Nacht.
Danke für die Hilfe mit dem Baby. Ich wollte sie nicht verlassen. Ich konnte einfach nicht mehr. Nur ohne Jeremy hier. Er war so ein guter Junge. Und dann lässt so ein Baby einfach ich so da liegen? Ich verstehe nicht, wie man ihm wehtun konnte. Kümmern Sie sich denn ganz allein um das Kind? Lebt Jeremys Vater nicht mehr bei Ihnen? Er verschwand. Ein Tag nach Jeremy. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Vielleicht hat er es nicht verkraftet. Seitdem kümmere ich mich alleine um Emily. Ich konnte es nicht mehr. Verstehe. Hat Ihr Mann noch etwas gesagt, bevor er ging? Hat er eine Nachricht hinterlassen? Nein. Er sagte kein Wort, als er ging. Da war dieses Handy. Ein Handy? Ja, ich fand ein Handy in seiner Kommode. Es war sicher nicht seins. Ich hab's nie vorher gesehen. Ich wollte es einschalten, aber es ging nicht. Haben Sie es noch? Es ist in der Schublade. Im Wohnzimmer. Sie können es haben, wenn Sie wollen. Sie können sicher mehr damit anfangen als ich. Haben Sie Familie oder jemand, der Ihnen hilft? Ja. Meine Mutter. Ich wollte sie um nichts mehr bitten. Wir kommen nicht gut klar. Aber ich habe wohl keine Wahl. Passen Sie auf sich auf. Und auf Emily. Mache ich. Versprochen. Woher weiß ich, dass sie mich nicht anlügen? In der Schublade im Wohnzimmer. Das hat Susan gesagt. Arme Baby, Alter. Bei so einer Mutter. Mittwoch, Entwurf 3. Hallo? Kann mir jemand helfen? Ich suche meinen Sohn. Entschuldigen Sie? Hey! Hey, Arschloch! Sorry,
War beschäftigt. Ich rede mit dir. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich möchte mein Auto. War ich schon mal hier? Ich erinnere mich nicht. Ich muss mal an den Schacht denken. Sean wirkte erschöpft. Aber wenigstens ist er am Leben. Ich tue alles, um ihn da rauszuholen. Danke. Den Fahrstuhl finden Sie am Ende. Einen schönen Tag noch, Meister. Einfach mal nicht ausreden lassen. So. Ist das im Handschuhfach? Was ist hier in der Ablage? Auch nichts. Was ist hier? Was ist das? Ein Navigationsgerät. Welches Ziel? Ich fahre da jetzt hin. Vielleicht ist das ein Hinweis. Verschauen! Ihr Ziel erreicht. Haben Sie genug Mut, Ihren Sohn zu retten? Was? Hören Sie genau zu. Fahren Sie auf dem Highway 5 Meilen gegen die Fahrtrichtung. Wenn Sie in 5 Minuten das Ziel nicht erreicht haben, haben Sie versagt. Ich schaffe das. Ich tue alles, um meinen Sohn zu retten. Ich will nicht sterben. Nicht hier. Nicht so. Für Sean! Wenn ich es schaffe, habe ich mehr Buchstaben für das Rätsel. Eine einzige Spur. Es gibt kein Zurück. Tu es! Tu es! Tu es! Fahr! Sean hat viel davon, wenn ich mich auf dem Highway umbringe. Ja komm, mach doch jetzt! Ich muss es tun für Sean. Ich habe keine Wahl. Du Lutscher! Fahr los! Für deinen Sohn!
Ich glaube, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Sean, ich komme. Oh. Ah. Oh mein Gott! Voranspringen! Ich wollte ihn eigentlich überfahren! Formel 1! Nein, falscher Knopf! Sieh durch! ACAB! Für dich, Sean! Für dich! Oh, Scheiße! Ich hab noch gar nichts getan! Nein! Oh, fuck! Ziel erreicht. Bitte drücken Sie das Display. Ziel erreicht. Bitte drücken Sie das Display. Ziel erreicht. Bitte drücken Sie das Display. Ziel erreicht. Bitte, Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Der Schlüssel ist im GPS. Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Der Schlüssel ist im GPS. Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Für Sean. Ein Akku. Glaube ich. Raus! Mein Arsch brennt! Sean! Nein.